Hallo und herzlich willkommen zu der grandiose Grumweil Teil 20. Ja, wir sind immer noch im anderen Spiel, im bösen nicht Spiel, Buch, im bösen Buch. Beziehungsweise gerade sind wir nicht mehr im Buch, sondern draußen. Und wir haben unsere Fähigkeiten wieder zurückgekriegt. Also uns fehlt eigentlich gar nichts mehr. Wir haben nur noch ein kleines bisschen was, was wir holen können. Aber ansonsten haben wir alles geschafft, alles zurückerobert. Wir kämpfen uns hier noch so ein bisschen durch. Und dann geht's, denke ich, wieder ins Buch. Und dann werden wir wahrscheinlich Grass noch retten, der auch noch eingesperrt ist. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir dann schon gegen Krummwald tatsächlich bald kämpfen werden oder nicht. Ich frage mich, für was man die Käfer mitnehmen kann, weil bisher haben wir das tatsächlich eigentlich noch gar nicht brauchen können. Das war doch hier geradeaus, oder? Also hier nach links geht es wahrscheinlich nicht runter, sondern rüber. Ja. Guck mal, da ist schon noch was. 36 haben wir mittlerweile schon. Konzeptcharakter Krummweil. Frühe Charakterstudie. Krummweils Aussehen ergab sich schon recht früh und hat sich nicht mehr viel verändert. Okay. Also sehr am Anfang schon stand er fest. Ist das hinten. Oder ist das alt und neu? Ich weiß nicht. Oder sind es beides alte? Ich glaube, das sind beides alte Bilder. Ist cool mit diesen Schrauben. Also das ist schon detailgetreu. Das muss ich echt sagen. So, okay, wir gehen da runter und müssen hier rein. Bin mal gespannt, weil dieses Mal ist das ja ganz oben das Buch. Also ganz oben irgendwo auf dem Schreibtisch, in irgendeiner Ecke, in irgendeinem Regal. Und nicht mehr hier unten in der Mitte. Muss ich da rein? Ich glaube schon, oder? Wahrscheinlich ist das der Weg hoch. Ja, okay, genau. Jetzt sind wir unten in der Mitte auf dem Schreibtisch. Dann gucken wir mal, ob wir da hoch können. Ich weiß es nämlich nicht mehr genau, was da der Weg war, aber ich finde, das liegt jetzt recht nahe. Ja, sieht doch gut aus. Genau. Lisbeth. Tja, du bist zurück, aber sieh nur dein Bilderbuch. Oh, was da passiert? Seine Lebenskraft ist ganz entwichen. Es ist erstarrt. Was heißt das? Heißt das, ich kann immer weiter? Das geschieht mit vergessenen Büchern. Wir haben nur noch eine Chance. Das Buch muss zurück auf den Schreibtisch. Dort könnte es ein wenig Energie erhalten. Aber wie bekommen wir es nach da unten? Vielleicht kann einer deiner Gegenstände von Nutzen sein. Muss ich es jetzt zusammenklappen oder so, dass es einfach runterfällt? Was ist denn das? Das sieht aus wie so eine Kappe von einem USB-Stick. Krass, das heißt, ich kann echt einfach nimmer rein, oder was? Weil es erstarrt ist schon. Das habe ich mir vorhin schon gedacht. Das liegt hier aufgeschlagen oben und so über den Rand. Muss ich es jetzt. Jetzt kann ich es wieder kippen, klar. Und Abflug. Krass, dass es auf dem Schreibtisch dann tatsächlich irgendwie wieder Energie kriegt. So sind halt die Regeln, oder? Hervorragend. Ein wirklich genialer Funke des Ansporns, Chot. Jetzt, wo das Buch auf dem Tisch liegt, könnten seine Seiten auftauen. Weißt du, die Wirkungsweise von Buchmagie ist ein ziemliches Rätsel. Ja, das sehe ich auch. Das sehe ich auch. Begib dich hinab auf den Schreibtisch und sieh selbst. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute, Chot. Auf geht's. Heißt das, wir sehen uns gar nicht mehr? Das klingt so, wie, hat gerade wie ein Abschied geklungen. Ah, das kann ich mir nicht vorstellen. Wir sehen die bestimmt nochmal, oder? Lisbeth. So, okay. Dann machen wir mal auf. Der grandiose Grumweil. Schon, das finde ich schon richtig cool. Kann ich jetzt noch kippen? Okay, ich gehe direkt auf die Seite. Jetzt kann ich nämlich wieder nimmer kippen. Okay. Und jetzt kann ich auch überhaupt nicht mehr manipulieren. Aber ich kann das Ganze hier sprengen. Was natürlich nicht geht, sondern ich muss es stoppen. Und zack. Hier gab es ansonsten nichts zum Reingehen, oder? Und wir können auch wirklich
nichts ansonsten machen. So, hier sind wir wieder mit Schwert. Du hast es geschafft. Du hast deine Sachen zurück. Und kein Härchen deiner Frisur ist verrutscht. Hier war nichts los, wenn du weg warst. Es wurde etwas kühl, aber das hielt nicht lange an. Ach ja, und ich war drauf und dran, Vincent in unserem Ratespiel klar zu schlagen. Zu viele Fragen über Farbtöne. Egal, los, weiter geht's. Weiter geht's. Na bitte. Hey, Krumbeils Truppen meinten, sie hätten deine Sachen irgendwo da draußen versteckt. Vielleicht kannst du sie zurückbekommen? Viel Glück, Chot. Wir werden hier auf dich warten. Oh, das ist ja schon Bug, hä? Ein Ratespiel. Oh, das ist tatsächlich ein Bug, krass. Okay, aber ich hoffe, das war jetzt einfach nur ein kleiner und das geht jetzt. Ja, sieht. Das sieht doch gut aus. Ja, der kleine Mondbart. Halt! Ist das. Er ist es. Minibart. Hallo. Lange nicht gesehen. Oh Mann, was für ein erfreulicher Anblick. Gleichfalls. Nette Leute. Übler Ort. Was machst du hier unten? Bin gekommen, um euch zu helfen. Da vorne sind ein paar knifflige Bereiche. Minibarts Spezialgebiet. Perfekt. Vielen Dank, Minibart. Oh, knifflige Bereiche. Da bin ich mal gespannt, ob das stimmt. Oder ob das nicht stimmt. Eine große Verstärkung für unsere kleine Gruppe. Ganz genau. Geh dir schon mal vor, ich komme nach. Also den Minibart gibt's noch. Das heißt, es ist tatsächlich wohl irgendwie eine andere Person. Und nicht Mondbart, wenn es den nicht mehr gibt. Verdruss, wie die alle heißen. Wir starren jetzt schon ewig auf dieses Tor. Es wird sich nicht öffnen. Und im Missmut. Nicht ohne einen Schlüssel, nein. Wir hatten noch hier irgendwo einen. Ganz sicher. Wo ist der hin? Er ist in eine dieser großen gelben Kisten im anderen Raum gepackt worden. Du könntest versuchen, ihn zu holen. Oh nein, da gehe ich nicht rein. Aus dem kaputten Rohr ist überall Schleim ausgetreten. Er ist rutschig und eklig. Ah, ist das dieser Giftbereich jetzt? Und wenn uns dort jemand sieht, hängt er uns den ganzen Murks an. Darauf kannst du deine letzte Verpflegungsmarke wetten. Ihr braucht eh nichts mehr. Die Störenfriede, sie stehen direkt da drüben. Der da hat ein Schwert. Hey, warte mal. Schau, da ist eines dieser roten Tordinger. Die öffnen sich, wenn viele Mitarbeiter besiegt werden. Ich bin nicht ganz sicher, ob das ein gutes Zeichen ist. Egal, Angriff! Für euch ist das tatsächlich kein gutes Zeichen. Oh krass, wie sie jetzt echt hilft die ganze Zeit. Okay, Vincent auch. Wie alle kämpfen plötzlich. Cool. Ich meine, das haben wir bisher noch nicht gesehen, weil wir bisher nicht gekämpft haben, sondern immer nur abgehauen sind. Aus diesem kaputten Rohr war Schleim ausgetreten. Hat er gerade 2 Schaden gemacht? Nee, oder? Das meinte ich doch nur. Hoffe ich. Oh, das explodiert sogar noch. Hier wohl, oh krass, 2 Wörter, die ich austauschen muss. Das hatten wir noch nie. Also, dass wir in einem Satz 2 austauschen konnten. Okay, hier wurden 2 große Metallkisten gelagert. Hier wurden metallgroße 2 Kisten gelagert. Was es geht? Hier wurden 2 Kisten gelagert? Okay. Ich denke mal, wir müssen erstmal hier weiter, bevor wir irgendwas ändern können. Also hier ist Mondbart. Hier können wir nicht weiter. Aber da könnten wir theoretisch raus. Ah, okay. Boah, ich muss aufpassen, gell? Ich muss ein bisschen aufpassen. Vielleicht eher Fernkampf, da bin ich halt sicher. Ich würde interessieren, ob... Ne, jetzt teste ich nicht, ob die mir... Ups, ob die mir Schaden machen. Mit nur 2 Leben. Okay, da haben wir noch einen Schalter. Der herzlose Verräter hat die 3 armen Kreaturen besiegt. Okay, jetzt kann ich hier aufmachen, kann theoretisch raus. Hier komme ich nicht rüber, oder? Kann ich das... Ah, ich kann auch gar nicht runter.
Also wir können natürlich hier mal auf 2 Kreaturen ändern. Weiß nicht, ob uns das allzu viel bringt. Ich guck erst mal. Hier wurden 3 große 2 Kisten gelagert. Komisch, dass das reinpasst. Passt es auch unten rein? 3 Kisten, ja. Hier wurden 3 große Metallkisten gelagert. Nein! Boah, ich wollte es nicht rauswerfen. Ich muss eigentlich nah hinstehen, darf mich nicht bewegen, dann legt das einfach ab. Okay, das ist gut, weil das kann ich jetzt einfach kippen, wenn ich draußen bin. Falls ich gerade wieder kippen kann, wer weiß. Oh krass, hier geht es sogar auch noch weiter. Oh, das ist bestimmt nur ein alternativer Bereich, hier müsste man gar nicht hin oder so. Jetzt bin ich echt mal gespannt, ob die knifflig werden. Eine Diamantbüste spiegelte den Ruhm des großen Krumbeil wieder. Bringt mir das das als Diamant, das in Diamant zu wechseln? Hier wurden 3 große Diamantkisten gelagert. Okay, das sieht halt einfach anders aus. Kaputt können wir hier ändern. Was könnte ich denn da reinmachen? Aus diesem metallenen Rohr? Oder diamantenen Rohr? Ich denke mal Metallen, oder? Macht wahrscheinlich keinen Unterschied. Eine metallene Büste, das ändere ich auf jeden Fall. Eine kaputte Büste, das ändere ich nachher auch noch. Das gibt bestimmt ein Achievement. Eine kaputte Büste. Da freue ich mich drauf. Das wird gut. Okay, ich denke mal, wir können hier jetzt... Ah ne, wir können nicht rein. Das wird dumm, das brauche ich ja gar nicht mitnehmen. Quatsch. Ich will es ja zum Kippen. Genau so muss es sein. Perfekt, da können wir jetzt auf jeden Fall drüber. Aber Diamant brauchen wir überhaupt nicht. Das ist einfach nur... Oh, das war dumm. Ich komme jetzt gar nicht mehr hier rüber. Das, okay, das war dumm. Shit, ich muss es ändern. Oder was? Hä? Hä? Ah, ja, okay. Da habe ich nicht nachgedacht. Da muss man tatsächlich ein bisschen mehr nachdenken. Endlich mal. Seht, da mache ich direkt einen Fehler, wenn man ein bisschen mehr nachdenken muss. So, das Ding stoppen wir nämlich hier und dann passt das Ganze. Dann bleibt das nämlich an Ort und Stelle und wir können ganz gemütlich rüber. So, nur bringt das irgendwas? Das könnte ich auch. Der herzlose Verräter hatte die Metallarmen. Die 2 armen Kreaturen beseitigt. Das können wir theoretisch auch noch machen. Hallo, raus? Raus mit dir! Aus diesem Metallrohr war Schleim aus... Hä, hätte ich da jetzt echt Diamanten hinmachen müssen? Okay, Vielleicht muss ich auch nur kaputt mitnehmen. Die kaputtarmen. Okay, das passt nicht. Aber ich könnte es mal mit 2 noch austauschen. Aber jetzt mache ich erstmal die Büste kaputt. Eine kaputte Büste. Toll, das ist alles. Das ist enttäuschend, muss ich sagen. Enttäuschend. Da hätte ich gedacht, dass wir da jetzt ein kleines... irgendwie ein bisschen was kriegen. 3 große Kaputtkisten. Tatsächlich, das geht. Okay. Bringt das irgendwas? Kann ich das irgendwie drunter legen? Keine Ahnung. Ich denke, wir nehmen mal Diamant mit und wir nehmen auch 2 mit. Diamant und 2. Ja, vielleicht doch nicht so einfach. Vielleicht müssen wir hier tatsächlich ein bisschen Rätsel lösen.
will mal gucken, was passiert, wenn ich das hier reinmache. Nix. Okay, was ist denn das Problem? Ich dachte eigentlich, wenn ich das... Aber das ist wahrscheinlich schon ein Metallrohr aus diesem Diamantrohr. Okay, schön. Das bringt auch nichts. Wir brauchen einen Schlüssel. Aus diesem diamantenen Rohr war Schleim ausgetreten. Und alles ist... Sonst kann ich nichts ändern. Aber der Schleim ist auf jeden Fall das Problem. Das heißt, den Schleim müssen wir irgendwie wegkriegen. Ich frage mich gerade, ich meine, ich kriege die ja nur nach rechts und nach links. Mehr kann ich nicht machen. Nach unten oder oben kann ich auf jeden Fall nicht kippen. Das heißt, ich kann die nur hier hin und her kippen. Ich könnte hier was rein... Kann ich was reinwerfen? Also es sieht aus, als könnte von oben irgendwas in die Kiste geleert werden vielleicht. Zum Beispiel der Schleim, aber... So viel zum Thema, ha? Plötzlich wird es kompliziert. Könnte ich noch... Ich könnte eine Bombe... Vielleicht eine Bombe, um einfach die Dings kaputt zu machen, die Büste kaputt zu machen. Vielleicht ist da der Schlüssel und wir brauchen das andere Zeug gar nicht. Ich brauche nur das kaputt dafür. Das könnte natürlich sein. Ja, okay. Oh, krass. Ändere einen Satz ab, um Grumwalds Büste zu sprengen. Aber kann ich das jetzt mit allem machen? Kann ich das auch mit den Kisten machen? Oh, okay. Was mache... Aber wenn ich das jetzt hier mache, ich überlege, ob ich das hier machen soll. Aber das ist dumm, oder? Ah, lol. Was bringt das mit dem Rohr? Komme ich da weiter? Gibt es da was? Ich hätte es nicht machen sollen, ja. Okay, aber dann liegt das, ist es halt einfach in der Kiste drin. Ich denke, da oben geht es wahrscheinlich nicht weiter. Oder probieren wir es aus, ich weiß es nicht. So, was haben wir hier? Oh krass, fast das letzte. Dunkler Schreibtisch. Hier wird die Stimmung auf dem Schreibtisch erkundet, als Chott aus seinem Bilderbuch geworfen wird. So, überlegen wir mal. Wobei, eigentlich macht es keinen Sinn, dass ich hoch muss, oder? Ich habe mir jetzt... Stellt euch vor, ich hätte jetzt 2 und 3 oben stehen. Dann hätte ich ja gar nicht mehr das wieder herstellen können. Ich teste mal kurz. Das ist ja einfach nur zum Spaß gewesen, wahrscheinlich das Rohr kaputt zu machen. So, ich wollte einfach 3 raus und nochmal reinmachen, dass das resettet wird. Oh, das geht gar nicht. Interessant. Interessant. Ich habe einen Schlüssel. Auf geht's. Danke für die Hilfe, wie immer. Ihr seid die Besten. Auch dieses Tor konnte das Mojam-Team nicht aufhalten. Gut gemacht, Chott. Das Einzige, wo ich sagen muss, also die helfen wirklich fast gar nicht, laufen mitten, helfen fast gar nicht. Aber ich muss sagen, tatsächlich, dass die beiden, immerhin mich abfeiern. Also das fühlt sich dann doch ganz gut an, dass sie mich da so ein bisschen abfeiern. Sonst wäre es echt scheiße. Okay, einfach ein Schalter, Fragezeichen. Ah, die Stöcke. Seht mal, die Trommelstöcke von Krass. Also gut, er muss in der Nähe sein. Chott, nimm die Stöcke mit. Wenn du das sagst, kleine Ratte. Finden wir ihren Besitzer. So, da wird auch Krass jetzt gleich warten, oder? Das sieht doch bestimmt genauso aus. Ja, fast genauso wie beim anderen. Schön hier in der Zelle. Und dann geht's nach unten bestimmt... Ah, ne, hier geht's dann weiter, oder? Chott, dieses Geklopfe muss von Krass kommen. Sehen wir in der Zelle nach. Ja, ist das direkt die Zelle? Ja, tatsächlich. Oh, krass, wie er einfach auf das Rohr klopft. Dem geht's nicht so schlecht, wie es aussieht. Krass! Leute, euch geht's gut. Euch geht's gut. Uns geht's allen gut.
Ich meine, klar doch. Wer sollte das Mojam-Team aufhalten? Niemand. Keiner legt sich mit Mojam an. Mit dem Team, mit uns. Nicht mal? Nein. Gar niemand. Hast du Mojam gesagt? Ich hab's gesagt. Sie hat's gesagt. Dann lasst uns loslegen. Hier, deine Stöcke. Ist das jetzt das vollständige Team? Mojam! Puh, da habe ich mich echt hineingesteigert. Mir ist etwas schwindelig. Ich glaube, ich bin einfach unheimlich froh, euch alle zu sehen. Das sind wir auch, krass. Es ist wunderbar. Krass, lass mich dir erzählen, was alles passiert ist. Ich habe schon mitgekriegt, Vincent. Krummweil herrscht von seinem Palast aus über Arthia. Die Königin ist gefangen. Wo man auch hinsieht, üble Dinge. Ich habe die Wachen belauscht. Also, machen wir Krummweil fertig. Wuhu! Ja, auf geht's. Lass uns Krummweil fertig machen. Aber brauchst du nicht noch dein Zeug? Du hast es schon gekriegt jetzt, okay. Okay, wie es aussieht, schon. So, und da sind wir tatsächlich ein Viererteam. Ein Viererteam und vollzählig. Das heißt, das ist ein guter Moment, um aufzuhören. Und wir werden morgen weitermachen. Und dann bin ich gespannt, ob dann schon Kapitel 10 kommt. Und vielleicht sogar das große, große Finale. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht's gut. Haut rein und tschüss.